Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 für die Xbox 360. Im letzten Part haben wir Yagrosh nochmal bekämpft, besiegt und ein bisschen rumgeraged und ja. Wir sind in der Falsi Eden und gehen in das Herz der Edenhalle. Jetzt. Danke. Ich bin wieder super motiviert. Das ist übrigens wirklich keine Ironie jetzt. Und ja, gucken wir mal, was hier so auf uns wartet. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon das 13. Kapitel ist, aber es sieht jetzt ganz danach aus. Also bis jetzt war es das noch nicht, aber ich glaube, wir könnten jetzt tatsächlich drin sein im letzten Kapitel. Stütze der Kolosse. Oh Gott. That looks dangerous. Alter. Das ist echt hübsch hier. Where's the cavalry? If they made it this far, we'll see him soon enough. Not them two. They're all Seath. Okay. Die Wiege des Orphans. What the fuck? This is it. A lot of dreams died to get us here. And we can't let it be for nothing. You said it. It's not just our future we're fighting for. We'll do it for everyone. Falsi rule ends here. Dysley, we're coming for you! Wie das einfach mal genauso aussieht, wie die Map in Duodecim, also in Dissidia, Final Fantasy, dem zweiten Teil, für die PSP. Und wir sind in Kapitel 13. Im letzten Kapitel, die Wiege des Schicksals, Wiege des Orphans, falls sie ihn. Sieht wirklich genauso aus wie Orphans Cradle, die Map in Duodecim. Das ist genau der Teil mit diesem Altar, sag ich mal hier. Und das sieht einfach genauso aus. Richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Boah. Ach, schon wieder eine Sequenz. Ach. Meine Güte. Ah!
What? That looks like a gate to Grand Pulse. A last gift no. from Artandalus? If we're gonna run away, now's our chance. So, guys, which way are we going? Lol. Das heißt, wir hätten hier jetzt echt... Guck mal, wir haben hier einen Weg zurück nach Grand Pulse. Sodass wir uns da jetzt umschauen können und die Mission noch weitermachen können. Ich kann es nicht fassen. Teleportieren. Ha. Angenommen, ich mache das. Wie komme ich wieder zurück? Wie komme ich wieder zurück? Das will ich jetzt wissen. Da wird ja dann genau so ein... Ding sein, denke ich mal. So ein Portal, so ein etwas. Aha. Tatsache, die Musik wieder. Ha! Wie geil. Voila. Wie geil ist das denn? Wir haben jetzt hier eine schöne Teleportstatue. Können jetzt hier überall rum teleportieren. Bis nach Urba. Wie geil. Das ist cool. Aber was war das andere Portal? Ich könnte jetzt natürlich weitermachen und ich denke mal, ich könnte jetzt hier auch genug Geld farmen, um die ultimative Waffe zu machen. Aber, ja, nö. Ich spiele jetzt durch hier. Auch wenn ich es nicht schaffe, ist mir egal. Ich bin der Beste. Bitte, also bitte. Wenn ich es nicht schaffe, gehe ich halt offscreen nochmal 10.000 Missionen Grand fucking Pulse machen. Ich bin mir nämlich ganz sicher, dass ich jetzt schon so den ein oder anderen oder die ein oder andere Mission noch schaffen könnte, die ich vorher nicht geschafft habe. Und ich wette, ich könnte jetzt auch so ein Vieh besiegen. Das, ach, hier komme ich auf die Rennstrecke, ne? Eben, hallo. Ich würde sagen, ich wette, da könnte ich jetzt auch so ein Adamant-Dings besiegen, der mir so ein Ding hier droppt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1%, beziehungsweise mit der Sammlerseele 2%. Also so ein Ding, was ich für die ultimative Waffe brauche. Ah, ich habe gerade keine Lust. Ach, hier ist es jetzt. Okay, gut, verstehe. Möchte ich aber auch gar nicht hin. Nö. 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 Gehen wir wieder zurück in die Wiege des Orphanes. Jetzt will ich mal sehen, wo muss ich jetzt lang? Muss ich jetzt durch dieses schwarze Portal, was da doch war? Ohne Bild? Dieses lilane irgendwie? Oder muss ich zurück, da wo dieses fliegende Vieh war? Ich weiß das nicht. Hm. Am besten schaue ich auf der Karte nach. Die Karte sagt, ich muss nach links. Das heißt, wahrscheinlich entweder, dass das Portal hier rechts noch nicht freigeschalten ist. Freigeschaltet. Oder dass es ein optionaler Weg ist. Ich denke mal, es ist noch nicht freigeschaltet. Richtig. Gut. Das heißt, ich muss zu dem Vieh da hinten. Ha. Kein Problem. Aber ich möchte erstmal links lang gehen. Was sagt denn die Karte jetzt hier? Ah ja, da muss ich hin. Gut, dann gehe ich aber erstmal kurz links lang.
Da wird sich bestimmt auch noch so das ein oder andere befinden. Mal gucken. Vielleicht sogar wirklich nochmal was ganz Nützliches. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch Nützliches unbedingt kommen könnte, kommen sollte, aber... Nein, wir sind auf dem falschen Pfad, das weiß ich selbst, aber... Da hinten sind zwei Truhen. Und da ist nochmal so eine NGP, genau. Und es sieht einfach mal aus wie der Boss gegen eine NGP Puma. Puma. Ja, sonst noch was. Gucken wir mal. Ich möchte aber trotzdem mal kurz hier lang gehen. Da oben fliegt irgendwas. Oh, das ist so ein Kampfgleiter, oder? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Gehen wir erstmal hier lang. Da hoch. Hier hoch. Und hier hoch. Das ist tatsächlich einfach so eine NGP oder wie die hießen. Aber die bewacht beide Schätze. So, Primitivschlag geht die sowieso wahrscheinlich nicht. Ist auch egal. Wir sind ja cool. Wir schaffen das. Hoffe ich. Weil es nicht, gehe ich halt jetzt einmal den richtigen Weg. Aber ich will es mal kurz probieren, wenigstens. Wie heißt denn das? Wie? NGP Marder. Okay, es macht schon mal nicht viel Schaden. Es macht schon mal nicht viel Schaden. Aua. Ich habe gerade gesagt, es macht nicht viel Schaden. Das Ding ist einfach, Hope ist einfach jetzt schon tot. Ja, okay, das macht nicht viel Schaden. Lebenssinfonie, bitte. Kurz mal ein bisschen heilen. Und dann auf den Blitzschlag. Aber alles drauf, solange es geht. Vielleicht geht's ja. Gemach habe ich. Oder. Ja, sie hat Gemach noch gar nicht gewirkt. Drakonische Liga. Wirkt Gemach. Wirkt Gemach, Alter. Mach bloß Gemach. Und Hope nicht schon wieder sterben, okay? Mach Gemach, mach Gemach, mach Gemach. Mach's jetzt bitte mal Gemach. Ich weiß nicht, ob es... Ja doch, hat da mal gemacht drauf, da mal gemacht drauf. Oh, da ist sogar kein Ex-Anima drauf. Der konnte gerade sogar kurz gar nichts machen. Sehr, sehr schön. So, schocken wir jetzt und dann einfach alles drauf und dann schaffen wir das locker easy. Oder anders gesagt, locker easy. Und geschockt und jetzt einfach alles drauf hier. Schön nachsitzen, so gefällt sie mir fängen. Und so gefällt mir der NGP Marder auch. Ja, willst du nicht noch... Bam! Danke! Lief sehr gut. So, was sind Schätzen? Und ich habe in den letzten Parts immer daran gezweifelt, ob ich wirklich stark bin. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass ich es doch bin. Meleriet und eine Engelskrone. Okay, können wir verkaufen. Sehr schön. Ja, die 2 Millionen werde ich nicht mehr zusammenkriegen. Ich habe gerade mal ein bisschen mehr als eine halbe Million. Also ein Viertel. Wenn ich das alles verkaufe, komme ich vielleicht auf 800.000. Nicht mal. Ach, ich komme nicht mal auf 800.000. Wie bewachst du? Oh, yeah! Lol. Ich dachte schon. So, du bist ein Kampfgleiter, ja? Machen wir nochmal drakonische Liga. Kampfgleiter Adler. KG Adler. Eigentlich müsste ich den Part jetzt auch wieder so nennen, weil ich habe immer die Parts, wo ein neuer Kampfgleiter vorkam, entsprechend benannt. Wenn zum Beispiel der KG 4... Heilige Scheiße! Wenn der KG 4, also der KG Falke, vorkam, habe ich den Part KG Falke genannt. Und so weiter. Das war... ist wie so eine Tradition geworden. Dann hoffe ich einfach mal, dass in dem Part nichts Großes mehr passiert. Und dann nenne ich den Part tatsächlich KG Adler. Oder KG Adler eigentlich. Ja, ich weiß, in dem Fall muss ich es eigentlich deutsch aussprechen, weil KG steht für Kampfgleiter und Adler ist verdammt nochmal ein deutsches Wort.
Aber fucking hell, nein, danke. Keine Lust. Geschockt! Sehr schön, ich habe ihn daran gehindert, seine hässliche Attacke zu machen. Der Adler ist größer als gewisse andere Bastardos dieser Art. Seiner Art. Gefällt mir irgendwie nicht, aber ändert nichts daran, dass ich ihn fertig mache. Die Sau. Dankeschön. Sag ich ja. So, was ist denn in der Truhe? Hier haben wir einen Analysator. Ja, war es jetzt vielleicht nicht unbedingt wert, aber doch, doch. Ist okay. Ah, hier ist noch so ein Vieh. Wenn ich nicht muss, will ich auch nicht gegen ihn. Kevin! Comprehensive. So. Jetzt möchte ich einmal auf die Paarzeit schauen. Und... Oh, schon wieder hier Update, bla bla, geh weg. Paarzeit, 16 Minuten, gut, dann mache ich nicht mehr viel, dann mache ich noch eine kleine Sache. Und dann passt der Name auch ganz gut zu dem Part. Nämlich das hier. Gut, das ist jetzt natürlich... Also nicht deswegen passt der Name dann gut zu dem Part, sondern... Weil dann eben nichts Großartiges weiter passiert ist. Natürlich, wir sind in die Wege des Orphans gegangen. Wir sind hier... Toll. Aber ganz ehrlich, die Tradition ist mir mehr wert. Da lege ich auch irgendwie jetzt ganz viel Wert drauf. So. Noch mehr hier? Nein. Verteidiger, nee. Augmentor. Okay, dann Steine noch auf, die anderen sind mir egal. So, mal gucken wir auch hier erstmal beim Manipulator. Oh, beim Manipulator ist ja noch richtig viel. Ist das sogar noch eine Fertigkeit? Stopp, gar? Warum sagt mir das keiner? Das wird noch reichen, oder? Ja, doch, 60.000 reichen dafür locker noch. Verdammte Scheiße, Alter, das wusste ich ja gar nicht. Danke. So, gehe ich noch zum Speicherplatz zurück. Der befand sich ja dort. Und da bin ich ja auch schon fast da, wo ich hin muss. Ja, da wird man bei uns im nächsten Part, dem 98. Part, dann dem Rest hier erstmal... In der Wiege hier. Dann mal gucken, wie lang das Kapitel ist. Also über 100 Parts werde ich bestimmt kommen. Da bin ich mir inzwischen sehr sicher. Weil ich bin jetzt in Part 97. Ich denke mal, Part 98 werde ich hier noch ein bisschen was verbraten. Hier kommen bestimmt auch noch mehr Bosse als nur der Endgegner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kapitel nur aus dem Endgegner besteht oder so. Und dann... 99. Part, ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es so, dass der 100. Part das Finale wäre. Das fände ich persönlich richtig cool. Aber jetzt sage ich erstmal Tschüssi und bis zum nächsten Part.